Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Vlog. Zuerst geht's jetzt zur Deutzer Kirmes. Dort sind die ersten Schaustellen angekommen, zum Beispiel der Olympia Looping von Bart. Ich finde der 5er Looping sehr geile Sache, hier in Köln ihn hier zu haben. Möchte ich euch ein kleines Update geben. Dann geht's um 11.30 Uhr zum Roncalliplatz zur Demo von Artikel 13. Dort werde ich nicht filmen. Ihr kennt meine Haltung und ich habe euch ja quasi schon in den ganzen Videos in den letzten Wochen gezeigt und erzählt, wie, was, wo. Dazu gibt es also nichts von mir. Dann geht es eventuell noch auf die FIBO, auf die größte Fitnessmesse in Köln. Eventuell Gondelbahnfahrt über den Rhein. Habe ich zwar schon gemacht, aber doppelt hält besser. Und dann mal schauen. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal nach Deutz. Schauen, wie weit der Olympia-Looping schon steht. Die Kirmes beginnt ja auch bald. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Deutz. Übrigens, ich stehe hier an der Haltestelle Köln-Merkenich, dort wo ich auch wohne. So, ich bin jetzt hier am Heumarkt ausgestiegen. Und jetzt laufe ich ganz entspannt nochmal hier über den Rhein. Und dann sind wir auch schon in Deutz. Dort, wo dann auch die Kirmes stattfinden wird. Ja, ihr seht's. Olympia-Looping Bad wird schon aufgebaut. Ist natürlich auch das größte Fahrgeschäft hier in Köln. Ja, im Hintergrund schwer zu erkennen ist der Kölner Dom. Sehr schönes Gebäude, wie ich finde. Und ich glaube, eins der höchsten hier in Köln. Und jetzt, die sind schon dran beim ersten Looping aufzubauen. Also von 5 natürlich. Und das schauen wir uns heute Morgen mal an. So, jetzt habt ihr nochmal einen Blick auf den Dom genossen. Und jetzt geht's rüber zu Olympia Looping Bad. Ich glaube, so nah komme ich einem Zug vom Olympia Looping nicht mehr. Ich habe ihn berührt. Ist das schön? Ich werde zwar diese Achterbahn nicht fahren, weil ich Loopings hasse, aber das Gefühl, den Zug anzufassen, ist schon schön. Ist ein schönes Ding. So, meine Freunde von Robin TV, einer der drei Wagen, die hier in Deutsch sind, wird jetzt runtergehoben vom Trailer. Also es ist wirklich beeindruckend, was hier im Moment abgeht. Thank you.
Ja, ihr habt es gesehen in den ersten Impressionen. Also ist schon richtig mächtig. Ich kann mich hier einfach mal drehen. Und dann seht ihr mal, wie nah das eigentlich hier am Rhein ist. Der blaue Ring ist schon fast aufgebaut. Ihr seht das. Dann drehe ich mich einmal in die andere Richtung. Da liegt einer, der gelbe Looping. Also richtig krass. So, bevor ich dann jetzt weiterziehe Richtung Demo, wollte ich dann doch nochmal diesen Zug anfassen, weil ich glaube, in den nächsten Jahren wird Olympia Looping da nicht mehr nach Deutsch kommen. Einmalige Gelegenheit, aber gute Fahrt, lieber Olympia Looping. Ihr habt es nochmal hier, ist nur ein kleiner Teil, da der Zug und in der Hintergrund dann der Dom. Ja, jetzt geht's zur Demo. Ich habe zwar gesagt am Anfang, ich werde nichts filmen von der Demo. Eventuell, wenn der in Newstime redet, werde ich es dann doch mal mit reinschneiden. Aber natürlich sollte es in diesem Video mehr um den Olympia Looping gehen als um Artikel 13. Bis gleich. Ja, so einen schönen Samstagspaziergang hier am Rheinboulevard ist richtig schön. Wie gesagt, da der Dom. Das Wetter, naja, aber es ist nicht kalt. Und das finde ich gut. Ich freue mich schon so richtig auf die Kirmes hier in Deutz. Mal schauen, ob es davon ein Video gibt, weil ich ja auch noch andere Termine habe. Aber schön entspannt am Samstagmorgen. Nicht viel los hier in Köln, aber das wird sich um 11.30 Uhr ändern. Ja, natürlich gehören auch Züge in meinem Vlog, denn ich bin ein großer Zugfan. Wenn ihr mehr sehen wollt, Playlist Züge auf meinem Hauptkanal. Ja, ihr seht's, Deutschlands einzigster runder Bahnhof hier in Köln. So, ihr seht's hinter mir, der Platz ist aktuell gesperrt. Da ist die Philharmonie drunter. Wenn man über die Fläche geht, hört man es unten im Saal. Und ja. Ich glaube, das war eine Fehlplanung der Stadt Köln, aber ist jetzt mal so. Aber sonst ist dieser Platz auch immer offen. Ja, ich bin jetzt hier am Platz des Geschehens angekommen. Technik wird auch schon aufgebaut. Die ersten Demoschilder habt ihr auch gesehen. Ich denke, ich werde jetzt hier Newstime abfilmen und dann mal schauen, wie der Vlog dann weitergeht. Aber ich denke mal, dann habt ihr schon sehr viel gesehen in diesem Vlog.
möchte den auch nicht länger als 15 bis 20 Minuten halten. Also jetzt viel Spaß mit der Rede von der Newstime. So, jetzt Herr Newstime für euch. Ja, gut gesprochen. Hallo, liebe Leute. Hi, geht's euch gut? Ich würde sagen, ihr seid jetzt diejenigen, die den längsten Atem mit haben. Dafür einmal nochmal Applaus an euch. Und wir gehen heute auch nicht ohne Grund auf die Straße. Es hat sich doch einiges in den letzten Tagen bewegt, aber wie wir meinen, nicht zum Positiven, zum Negativen. Jetzt hat nicht nur die CDU für Artikel 13 gestimmt, sondern es deutet alles darauf hin, dass nun auch die Bundes-SPD, der Europa-SPD, in den Rücken gefallen ist, um eben auch für Artikel 13 zu sein. Und dagegen sind wir. Das, was im Bundestag passiert ist, ist beispiellos. Die SPD hätte das alles verhindern können, was jetzt uns bevorsteht. Die SPD hätte gemeinsam mit der Opposition gegen die CDU und CSU stimmen können, um Artikel 13 noch schlussendlich am 15. zu verhindern. Aber dazu ist es leider nicht gekommen. Schade, SPD. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das Ganze weitergehen oder wie geht das Ganze schlussendlich weiter? Also der Kampf endet auch nicht am 15. Auch nach dem 15. gibt es abseits von blöden nationalen Ideen europaweite Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man den Europäischen Gerichtshof einschalten. Man kann auch noch mal politisch aktiv werden. Man kann das Ganze ja auch noch auf Europaebene kippen. Man braucht nur die entsprechenden Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament, auch nach der Europawahl. Und deswegen kann man nur dazu aufrufen, wählt die richtigen Parteien und nicht die falschen. Was man noch ganz speziell zur SPD sagen muss, also die SPD hat ja im Europaparlament geschlossen schlussendlich gegen die Urheberrechtsreform gestimmt. Timo Wölken ist ein ganz anständiger Kerl, der sich wie kaum ein zweiter gemeinsam mit Julia Reda dafür eingesetzt hat, um Artikel 13 zu verhindern. Und die Bundes-SPD, die macht nichts anderes als der Europa-SPD und Timo Wölken und Julia Reda den Dolch in den Rücken zu stechen. Und nun davon zu reden, oder wenn Katharina Barley nun sagt, dass sie gegen Uploadfilter ist, und die aktuellsten Statements von ihr, die sind genau entgegengesetzt. Sie sagt der Süddeutschen, sie sagt Reuters, dass sie nun für die Uploadfilter ist und da nur irgendwelche kleinen Änderungen herbeiführen möchte, dass es nicht alle betrifft. Aber aktuell sieht es so aus, dass es sämtliche Webseiten betreffen wird, die länger als 3 Jahre alt sind. Da steht kein Und. Da steht ein Oder. Alle Webseiten sind von Artikel 13 betroffen, die älter als 3 Jahre alt sind. Und dagegen sind wir, und das ist nicht in Ordnung. Der Uploadfilter und Artikel 13 und die Urheberrechtsreform und auch Artikel 11 und 12 sind undemokratisch. Und das versteht die Europäische Union nicht, das verstehen die aktuellen Parteien, die Mehrheit in der Europäischen Union haben, nicht. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass eben immer mehr Menschen informiert werden über dieses Unrecht, was gerade passiert. Und das geht so nicht mehr weiter. Wir werden dagegen kämpfen. Wir werden die richtigen Parteien wählen. Wir werden unsere Freunde informieren. Wir werden die Leute informieren über das, was passiert. Wir brauchen eine Lösung. Wir werden eine Lösung finden. Wir werden eine vernünftige Urheberrechtsreform finden, die die Urheber richtig vergütet, die aber auch die Nutzer schützt. Save your Internet! 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 Save
Save your Internet! Save your Internet! Save your Internet! Nicht nur hier in Köln gehen wir heute auf die Straße. In ganz vielen anderen Städten gehen ebenso Menschen auf die Straße, die für ein freies Internet kämpfen. In ganz vielen Städten in der gesamten Europäischen Union gehen heute Menschen auf die Straßen. Wir waren am 23. auch in der ganzen Union auf der Straße. Wir waren allein in Deutschland weit über 200.000 Menschen, die dagegen demonstriert haben. Wir haben über 5 Millionen Unterschriften gesammelt. Und trotzdem will uns die Politik nicht hören. Und dagegen müssen wir und werden wir etwas unternehmen. Wir werden weiter mit den Abgeordneten, egal welcher Partei, reden und versuchen, die Abgeordneten mit an Bord zu ziehen, weil ohne auch politische Entscheidungsträger geht es nicht. Aber ohne uns geht es auch nicht. Wir müssen laut sein, wir müssen dafür sorgen, dass eben auch die Abgeordneten, die Entscheidungsträger uns hören. Bevor wir auf die Straße gegangen sind, hat uns niemand gehört von den Abgeordneten. Die hätten, selbst auch die SPD war ja größtenteils sogar für die gesamte Urheberrechtsreform, selbst auch die SPD, die werden dafür nicht sorgen, dass wir eine vernünftige Urheberrechtsreform finden. Ohne uns, man braucht uns dafür. Von daher werden wir alle politischen und öffentlichen Möglichkeiten nutzen, die uns geblieben sind, um dagegen vorzugehen. Die Chancen sind zwar nicht gestiegen, aber wir haben noch Chancen. Und alle diese Chancen werden wir nutzen. Im Zweifelsfall gehen wir nicht nur ins EU-Parlament oder so, sondern wir werden auch vor Gericht gehen, vor dem Europäischen Gerichtshof. Wir werden uns was einfallen lassen. Und die Leute, die mit uns gemeinsam dafür kämpfen, sind auch nicht alleine. Die Folge von Artikel 13 ist ja, wie ihr wisst, ein Overblocking. Und auch diese Erkenntnis, die ist auch nicht überall rangekommen. Also im Zweifelsfall wird durch Artikel 13 eher blockiert werden, als freigegeben werden. Und im Wesentlichen trifft das Ganze, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Webseiten gehen, trifft es eher auch die Leute, die normalen Nutzer, die wir jetzt im Wesentlichen treffen. Wenn wir uns YouTube oder Twitch angucken, dann wird es dort auch im Wesentlichen die Leute treffen, die jetzt zum Beispiel eine YouTube- oder Twitch-Karriere starten möchten. Die ganz großen YouTuber und Streamer, die werden da nicht die Probleme bekommen dadurch. Die werden ihre Agreements mit YouTube und Twitch finden, da wird dann YouTube sagen, okay, euch vertrauen wir einfach mal, dass das alles so weit rechtlich in Ordnung ist, aber das Problem werden vorrangig die jungen Kreativen, für die angeblich die Europäische Union kämpft, haben und das ist ein Widerspruch in sich, das ist so nicht in Ordnung und das kommt an die nicht ran. Wir kämpfen hier aber nicht nur, um das ganz klar zu sagen, nicht nur für YouTube oder Twitch, wir kämpfen für das freie Internet insgesamt, wir kämpfen dafür, dass nicht jede Seite nach 3 Jahren Upload-Filter benötigt, dafür kämpfen wir kämpfen dafür, dass das Internet liberal bleibt, wir kämpfen dafür, dass das Internet auch sozial bleibt, wir kämpfen dafür, dass jeder Nutzer weiterhin frei Dinge posten kann, ohne einem Zensuralgorithmus von Google oder Facebook ausgesetzt zu sein. Stopp die Zensur! Ja, und jetzt, was natürlich besonders traurig ist, dass jetzt Julia Reda ausscheiden wird aus dem Europaparlament und dass man nun das Gefühl haben kann, dass eben die Falschen dort übrig bleiben. Ein Axel Voss wird weiterhin im EU-Parlament sitzen und dafür sorgen, dass wir weiterhin eine rückwärtsgewandte Urheberpolitik genießen müssen. Und wir müssen dafür in jedem Fall klare Erkenntnisse schaffen, klare Fakten schaffen, dass eben zukünftig solche Leute wie Axel Voss nicht mehr im EU-Parlament sitzen dürfen. Menschen, die die Demokratie mit Füßen treten. Die Demo
Demokratie braucht Leute wie Timo Welken und Julia Reda. Für solche Leute muss man kämpfen und nicht für Leute wie Axel Voss. Oder Kaspari, der immer noch glaubt, dass wir alle 450 Euro bekommen. Kennt ihr aber Kaspari? Das könntet ihr ja mal sagen, wo man sich die abholen kann. Das würde mich jetzt persönlich auch ziemlich interessieren. Das war ja überhaupt nur ein Ding, dass der sich hingestellt hat, Interviews gegeben hat und behauptet hat, die Demonstranten wären gekauft gewesen. Die 200.000 Menschen, die am 23. auf der Straße standen, um gegen Artikel 13 zu demonstrieren. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verraten? Das Problem an der SPD ist das, was sie jetzt sagen. Das glaubt doch keiner mehr. Die sagen das eine und machen das andere. Die halten wunderbare Sonntagsreden und sorgen dann bei den Abstimmungen dafür, dass sie genau sich selbst widersprechen, um eben mit CDU und CSU gemeinsam für Artikel 13 zu stimmen. Und gegen uns! Ich weiß natürlich nicht, inwieweit man jetzt Vergleiche zur Novemberrevolution ziehen sollte, wenn man den Spruch hört, aber man hat doch teilweise das Gefühl, dass hier die SPD keine klare Linie verfolgt. Die Bundes-SPD hat der Europa-SPD heimtückisch quasi alles zunichte gemacht, wofür die Europa-SPD geschlossen im Europaparlament gekämpft und gestimmt haben, gemeinsam mit Timo Welken. Das ist unanständig von der SPD, selbst die eigenen Leute zu untergehen. Und über die CDU selber braucht man nicht viele Worte verlieren. Das ist klar, wie die stehen. Man hätte bei der Bundestagsdebatte auch einen Axel Voss am Rednerpult hinstellen können und für die SPD reden lassen. Es hätte sich inhaltlich nicht viel dabei verändert. Die hätten genau das Gleiche gesagt. Man hätte keinen Unterschied gemerkt. Und das ist das Traurige dessen, was man jetzt die letzten Tage über erleben durfte und musste. Nie mehr SPD! 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 Ja, und jetzt stellt sich dann natürlich auch die Frage, wenn man sagt, nie mehr CDU, nie mehr SPD, wen kann man denn noch bilden? Es gibt ja Parteien. Hier, da gibt es zum Beispiel, die Linkspartei haben ein ganz gutes Bild bei der Bundestagsdebatte abgegeben. Die Grünen haben ein ganz gutes Bild abgegeben. Die FDP hat einen grandiosen Redner dort an Bord gehabt, der im Bundestag gegen Artikel 13 gesprochen hat. Danke, FDP, im Besonderen für euren Redebeitrag. Das war super. Aber auch die Partei, die hat sich auch ganz gut bewältigt. Also das hat alles ganz gut geklappt mit Martin Sonneborn. Also auch ein ganz anständiger Kerl. Obwohl er ist Satiriker, aber macht gute Politik. Und Artikel 13, wie gesagt, das Ende ist noch nicht da. Wir werden weiter dafür kämpfen, um Artikel 13 zu verändern. Wie wir alle sehen können, wir haben alle einen langen Atem. Wir ziehen das hier gemeinsam durch. Danke dafür, dass ihr auf die Straße auch nach so vielen Tagen und Wochen wieder gegangen seid. Ihr habt hier den längsten Atem. Das ist super. Danke für euer Durchsetzungsvermögen und für eure Standhaftigkeit. Dankeschön, Applaus an euch. Ja, das war die Rede von der Newstime. Die Reden gehen natürlich jetzt weiter, um das Video nicht in die Länge zu ziehen. Ciao mit V, euer Robin.